Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute haben wir ein neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid richtig gut reingekommen. Ich bin es auf jeden Fall. Ihr seht, ich bin noch lebendig. Ich habe es gerade noch geschafft. Und das heißt, dieses Jahr werde ich versuchen, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und guck mal, da läuft ein Supermutant rein. So, wo sind wir jetzt genau? Wir wollen ja dahin. Nee, dahin wollten wir. Da können wir ja schnell hinreisen. Wir wollen dahin gehen. Das heißt da zum Flugzeug. Da waren wir sogar noch nicht. Finde ich gut. Zwischendurch noch ein bisschen Holz sammeln. Holz kann ja nie schaden. Gerade auch zum Kochen. Und ich habe mir dieses Jahr richtig viel vorgenommen. Eigentlich dasselbe wie jedes Jahr, dass ich anfangen möchte, richtig zu streamen. Aber es geht halt. Vor allem zeitlich ist das immer so ein Problem. Aber ich habe versucht, mir jetzt so einen Plan herzustellen, wo ich dann eventuell dann mehr Zeit habe, auch für Streamen. Mal gucken, ob es hinhaut. Ich bin gespannt, ob ich das Ganze hinkriege. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Fallout wird übrigens nicht dazu zielen zum Stream. Also nicht, dass ihr jetzt Vorfreude habt auf großartige Fallout-Streams. Ja doch, also Fallout wird. Früher oder später dazugehören. Im Late Game halt, ne? Also wenn wir hier mit dem ganzen Billigkram hier durch sind, dann geht es ja viel um, ja, nicht nur um Farming, sondern auch, eigentlich geht es nur um Farming. Dass man Ressourcen sammelt fürs Endgame. Und das wird in Folgen nicht hinzukriegen sein. Deswegen wird es da dann dazu Streams geben. Aber das liegt ja noch ziemlich in der Zukunft, ne? Also nicht zu früh freuen. Wer weiß, was bis dahin alles passiert. Wenn ich zu viele Ankündigungen machen, die ich da nicht wahrhabe oder wahrmachen kann. So, kann ich hier hochkommen? Das wäre richtig cool. Oh, ich nicht. Verdammt, wieso bewegst du dich? Okay, wir können mit Supermutanten rechnen. Hätte ich nur gewusst, dass wir da hoch müssen. Naja. Was soll's. Sammeln wir weiter Blümchen, die wir niemals einsetzen werden. Weil die Getränke davon sind jetzt nicht so berauschend. Ich weiß, endlich muss ich ein bisschen tiefer in die Materie steigen. Aber mir fehlen einfach dafür die Perks. Und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Ich habe gestern mit dem Bruder von Reggie gequatscht und der spielt das Spiel jetzt auch. Also ja, ziemlich exzessiv. Er ist irgendwo Stufe 80 oder so. Richtig Endgame. Und ich habe einige Infos erfahren, die ich definitiv brauchen könnte. Lassen wir uns davon mal überraschen. Ach, wir müssen hier gar nicht hin. Aber wir schauen mal kurz hier rein. Glückwunsch. Bisschen Schrotladung ins Gesicht. Lass mich kurz nachladen. Oh, da kommt noch einer. Oh, da kommen noch mehr. Kurz alles mitnehmen. Wo ist er? Oh, du bist groß. Hätte ich nicht gedacht. Kommt da noch mehr? Ich höre hier jemanden rumstampfen. Wie viele von euch sind denn hier? Muss ich gleich angucken. Oh nein, und die haben noch ein Radio. Oh, das ist ja Quälerei. Wo ist diese komische Radio? Wieso hören die überhaupt Radio? Ich muss mal kurz zu dir runter. So. Im Eifer des Gefechts sogar noch das Radio ausgeschaltet. Ha! Nicht nur die Supermutanten sind meine Feinde, sondern auch Bifesta. Die wollen nicht, dass ich mein Video monetarisiere. Hier rüber. Ich höre Schüsse. Weiß nur nicht, wo sie herkommen. Aber schön bequem haben die das. Ich würde hier wohnen. Alter. Guck mal, die haben hier so. Die haben sogar eine Couch und alles.
WTF, die wohnen ja besser als ich. Irre, eine Wackelpuppe. Was? Von wo? Ich höre es von... Okay. Da hat noch jemand geschossen. So, wie kommen wir jetzt höher? Das nehme ich natürlich mit. Jagdgewehre muss ich mitnehmen. Ich muss die verbauen. Damit ich mehr Aufsätze bekomme. Also Schrotflinten können wir, glaube ich, derzeit liegen lassen. Wir müssen uns, glaube ich, eher auf... Ja, unsere Scharfschützengewehre nicht gewöhnen, sondern konzentrieren. Ich höre dich! Wo bist du? Du musst hier sein, ne? Wackelpuppe. Füge bei Benutzung eine Stunde lang mit schweren Waffen 20% mehr Schaden zu. Wir werden die Wackelpuppen fürs Late Game behalten. Da werden wir sie nutzen müssen. Also im Prinzip, ich versuche einfach mal aus dem, was Bethesda hier fabriziert hat, etwas Gutes zu machen. Und versuche schon mal, ja, meine Taktiken zusammenzustellen. Oh, geh wieder runter. Kann ich überhaupt springen? Ja. Habt ihr hier vielleicht auch eine Werkstatt oder irgendwas? Das wäre echt schön. Die nehmen wir definitiv mit. Okay, das war's schon. Das haben wir gerade mitgenommen. Diverses. Bauplanverstärker. Achso, den kann ich nicht benutzen. Wo haben wir das denn? Nein, das ist Zuckerbrot. Nee. Wir haben doch irgendeine Zeitschrift eingesammelt. Oder war das Müll? Ich glaube, das war Müll. Das muss Müll gewesen sein. Schade. Ja, mir wurde auch nicht angezeigt. Ich habe aber gehofft, dass es irgendwie ein Bug ist oder so. Leider nicht. Dich nehme ich mit, weil du nervig bist. Und Aluminium gibst. gut. Wir haben hier nur eine Kochplatte. Hm. Da, das haben wir gefunden. Ach, Rezepte. Ich habe ein Rezept gefunden. Ah. Vielleicht können wir ein bisschen was verwenden. Gereiftes Meierlock-Königin-Steak. Leckere Red-Hirsch-Eintopf. Oh. Süßer Mutterbärentee. Und ein Picknicktisch. So, können wir unser Gewicht irgendwie reduzieren, indem wir irgendwas bauen oder herstellen? Abgekochtes Wasser ist schon mal gut. Wasser und du gibst auch 15% Wasser. Warum sollte ich das hier geben? Krankheitsresistenz, ja, und TP 10. TP 10. Max AP würde mir das geben, das ist ja... Wahrnehmung. Weiß nicht, ob ich das überhaupt brauche. Nächstes Problem. Es gibt hier so viel, was man machen kann, aber es ist halt nicht wirklich hilfreich. Weiß auch gar nicht, was mir Wahrnehmung jetzt insgesamt bringen würde. Deswegen, ja. Das ging schnell. Was gibt's hier Besonderes, dass es eingesperrt sein soll? Schießpulver, okay. Ist was?
Horizons Rest Waffenkammer. Nathan, ich kann es kaum glauben, dass Ella alle davon überzeugt hat, ihre Waffen abzugeben und in die Waffenkammer einzuschließen. Wie doof sind die denn? Diese blöde Kuh schmeißt den Laden, seit wir Helvita verlassen haben, aber ich glaube, es wird Zeit für eine Veränderung. Ich habe ihren Schlüssel zur Waffenkammer geklaut und ihn unter dem Blumentopf in meiner Hütte versteckt. Bin mal gespannt, wie sie die Leute jetzt rumkommandieren will. Blumentopf? Wo ist denn deine Hütte? Er ist ja schön und gut, aber... Blumentopf? Schlüssel? Ich glaube, den Tresor haben wir sowieso geknackt. Nö. Nö. Ja toll, jetzt nehme ich die ganzen Blumen mit. Aber ich sehe... Das ist doch eindeutig deine Hütte. Kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch auch kein Blumentopf. Ich finde aber deine Rüstung geil. Ja, komm. Was soll's. Ich werde jetzt hier nicht den ganzen Tag rumlaufen und nach einem Blumentopf suchen. Ja, wir wiegen ordentlich zu viel. Eigentlich können wir auch direkt was essen. So. Ach, das ist das Flugzeugdingens. Noch eine Wackelpuppe. Nee. Pistolen und Patronen 10. Hm. 15 Schaden gegen Befreier. Wieso sind diese Zeitschriften die neuen Wackelpuppen? Da steht keine Zeit, ne? Also muss das doch rein theoretisch für immer sein. Wie, noch was? Muss über mir sein. Nehmen wir erstmal das mit. Es ist nicht über mir. Hier ist es auch nicht. Okay, da drin ist irgendwo noch. Entweder Wackelpuppe oder irgendwas anderes. Und ich will das haben. Eventuell da oben drauf. Irgendwie ja nicht. Ich könnte irgendwie so eine Werkbank gebrauchen. Das wäre wirklich der Schlüssel, den ich jetzt möchte. Der muss doch hier irgendwo sein. Energie war... Die liegt da unten. Ah. Eine Stunde lang mit Energiewaffen 20% mehr Schaden. Es ist ja irgendwo schon gut, was diese Wackelpuppen geben. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht mehr dieses, ja, dieses alte Fallout haben. Vielleicht muss ich mich einfach davon distanzieren, dass das hier Fallout ist, sondern einfach nur, dass das hier... Ja... Ein Ableger davon ist, also kein richtiges Fallout-Spiel. So, wir können nicht schnell reisen.
Wir müssen also zu Fuß laufen. Ich würde sagen, wir laufen zur Skihütte und da dürfte doch irgendwas sein. Zumindest war da, glaube ich, unsere Truhe. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo was finden, wo wir unsere Sachen dann kaputt machen können. Ah, du Supermutant bist jetzt nicht der Schwerste. Aber du bist auch nicht tot. Ich hoffe, ihr habt da eine Werkbank. Drin. Was zum Teufel? Warum explodiert alles? Noch haben sie mich nicht gesehen. Jetzt haben sie mich gesehen. Lass mich raten, du bist der Fette. Es war so klar, dass der Fette sich mal wieder versteckt, weißt du? Ey, ich bin der Stärkste im Team, aber ich versteck mich. Guck mich an. Ich komm schon. Ich höre schon wieder eine Wackelpuppe, oder? Oh, doch. So, sag mir bitte, dass hier irgendwas ist. Auf jeden Fall eine Wackelpuppe oder so. Wieso finde ich plötzlich so viele davon? Energiewaffen schon wieder? Komm schon, hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Ich nehme immer noch mehr Sachen mit. Oh Gott. Wird mir sowas von das Genick brechen. Ich wundere mich, dass wir auch nur so wenig. Was für ein Tag, oder? Aber ich habe sie endlich aufgespürt. Glückwunsch! Sie sind der Gewinner der Great Appalachia Sweepstakes. Ich wurde bevollmächtigt, Ihnen Ihren Preis zu überreichen. Great Appalachia Sweepstakes ist nicht verantwortlich für die Entrichtung der vorgeschriebenen Schenkungssteuer. Ein Nichterfolgen kann der Steuerbehörde gemeldet werden. Viel Spaß mit Ihrem Preis! Glückwunsch! Glückwunsch! Ich habe irgendwie 100 Vorkriegsgeld oder irgendwas bekommen. Ich hab da zu spät drauf geachtet. Ich habe 100 Vorkriegsgeld bekommen und noch irgendwas anderes. Okay. Ich bin der Sieger. Der Sieger der Herzen. Immer. Ja, aber leider keine Werkbank hier. Vielleicht hier oben. Ansonsten müssen wir uns weiter quälen. War klar, hier ist nichts. Das habe ich gehört. Ich habe irgendwo einen Bot in der Nähe. Na gut, gehen wir weiter. Wir wollen ja nicht zu Top of the World, wir wollen da hinten hin, ne? Solange wir Ausdauer regenerieren. Es ist schon ein ganzes Stück. Wir gehen ja hier vorbei. Ich glaube, da war irgendwas. Werkbankmäßiges. Oh, Kupfer. Alter, war irgendwas. Ich habe irgendwas Rotes gesehen. Wir wissen, dass da Supermutanten hausen. Wir haben hier ja die Folge angefangen, das weiß ich noch. Und da lief ein Supermutant durch die Gegend. Ich bin mir sicher, dass da irgendwo was sein muss. Ich komme. In deinem Blut baden. Das kann Spiel sein, Mensch. Wir gewinnen. Du sterben. Ich will nur eine Werkbank. Mehr will ich von euch nicht.
Übrigens, es ist möglich, diesen Kuchen zu bekommen. Habe ich gehört. Ihr wisst, welchen ich meine. Oh, Aluminiumerz. Hot Dogs! Hier! Wie cool. Na, ich will. Eisbratpfanne. Was haben wir hier? Mitarbeiterterminal. Ich will eine Werkbank. Außerdem ist mir das hier eh zu laut. Hi. Wie hast du das überlebt? Was ist das? Oh, du bist Level 10. Wie? Ich treffe deinen Kopf, weißt du, und du stirbst nicht. Spiele. Der Horror. Ah, Ski-Outfit. Ah. Bock, kriegst Geld. Gib mir doch eine Werkbank. Ja, oh Gott, danke. Wir hatten 70 Kilogramm Schrott dabei. So, 10 mm Pistole. So, wieso kann ich den Golfschläger noch nicht verwenden? Stufe 35, das ist klar. Wir haben hier einen schönen Granatwerfer. Den behalten wir erstmal. Ein Handspannrevolver, den kennen wir schon. Kennen wir eine Mod dafür? Nein? So, Schwarzpulverpistole ab Stufe 30. Jagdgewehre, ja, genau das brauche ich. Schnitterverschluss. Schnelles Magazin. Fokussierter Automatikverschluss. Solider Stummlauf. Durchbohrendes Magazin. So, was habe ich jetzt noch in meinem Repertoire? Ja, nehmen wir die Plasmapistole weg. Und die Pumpgun. Ja, du bist sowieso Stufe 5. Ich kann dich eh nicht gebrauchen. Wir sollten uns schon von Stufe 10 distanzieren eigentlich. So, haben wir Kleidung mitgenommen. Ab Stufe 20. Aber du bist sowieso nicht so geil. Kannst weg. Du bist noch recht gut. Wenn ich bei dir Taschen ranbaue, ist alles gut. Ja, ich finde Schadensresistenz ist immer noch besser als diese Blitzresistenz, weil momentan haben wir halt noch nicht diese Energiewaffengegner. Also Roboter im Allgemeinen. So, und schon wiegen wir weniger. Sehr schön, dann können wir jetzt auch schnell reisen. Dann lasset mich dahin. 4 Kronkorken, ja, komm. Es wird Zeit, dass wir unser Geld ausgeben. Und dann können wir gleich wieder zurück zu Top of the World. Erstmal alles wieder clearen wahrscheinlich. Oh, guck mal, noch mehr Super Muties. Was hat das mit dieser Kuh auf sich, die man ständig sieht? Das war dumm. Gehörst du zu diesem Supermutanten? Ist der vielleicht freundlich? Nein, die greifen die Kuh an. Nee, Gram ist nett. Hey, Gram. Okay, handeln. Ich dachte, es gibt keine NPCs. Du bist ja wohl hundertprozentig ein NPC, Mr. Gram. Dies für das, das für dies. So. Pizza-Sachen, Schieß-Sachen, Boom-Sachen. Sachen. Garagentor, großes Zelt. Ich meine, du hast hier sehr viel. Charlie, die Muku kennen gute Plätze für Handeln. Versprochen. Sehr viel fürs Bauen, ja. Verschiedene Lampen. Nee. Ah. Ah.
Und die Kuh macht mich nach, finde ich nicht nett. Nee, da spare ich mir die Krokocken. Aber Eines gut zu Tages wissen. ich finden, was ich wollen. Ach, den Zug kennen wir doch. Hallo? Kann ich da nicht einfach irgendwie ein paar Granaten reinwerfen? Nein! Ich muss da weg. Hier bestimmt richtig gute Erfahrung. Huch! Jetzt explodiere ich fröhlich vor sich hin. Was habe ich denn doch so Schönes? Ich glaube, ich muss gar nicht. Ich glaube, die brennen vor sich hin. Das nehme ich doch gerne alles mit. Hallo, Mr. Wachbot, von dem ich mich mal fernhalte. Wenn du willst, darfst du den Wachbot für mich angreifen und ihn schwächen. Das wäre echt nett. So, die Leuchtpilze. Und den Kram. Und dann gucken wir mal, dass wir den Wachbot ausschalten. Ich glaube, der wird mir richtig guten Loot geben. Das ist nur ein scheiß Augenbot. Aber Gram regelt das. Okay, gegen ihn. Plasmagranate, ne? Hallo? Das war schon mal nicht schlecht. Ich schieße einfach durch die Lücke. Oh Gott. Hier kommst du nicht hin, ne? Was habe ich noch? Ja, ich glaube, die Splittergranate wird gegen ihn nicht viel bringen. Nein! Oder er hat sie auch abgeschossen. Ah. Graben, wolltest du mir nicht helfen oder so? War da nicht irgendwas? Weiß nicht, ich komme da nicht hoch. Wenn ich jetzt hier gefangen wäre. Hohoho. Das wäre ein bisschen uncool. Nein! Oh, was mache ich denn? Aber ich habe voll viele Stims. Oh, freut mich. Ich glaube, Laserwaffen sind ganz gut gegen die, ne? Nimm das! Ich glaube, es hat nicht viel gebracht. Beruhig dich doch mal! Machst du auch mal eine Pause? Oh Gott, er kommt her. Oh nein, er ist hier. Du kommst hier nicht hin, du bist ein Roboter, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Ich glaube, da kommt hier wirklich nicht rein. Ich habe mir seinen Fuß abgeschossen. Du kannst nicht mehr fahren, Junge. Oh. Zerstöre verschiedene Arten von Robotern. Fusionskern, genau das meine ich. Schaltkreise, überschüssiges Antise. Septikum, Aluminiumschrott und Roboterbrustteil. Oh, nice. Bin begeistert. Okay. Auf zu Top of the World. Was? Baue den Verstärker an einer beliebigen Bastelwerkstatt.
Okay. Vielleicht doch noch nicht zu Top of the World. Ich hätte mich gefreut, wenn. Aber gut, die zeigen mir zumindest eine Location. Aber Freunde, ich glaube, wir sind für heute durch. Morgen bauen wir den Sender, dann gehen wir zu Top of the World und werden dann die Quest endlich abschließen können. Oh, ich freue mich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.